für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Ich glaube, es ist wirklich heute ein gutes Zeichen, dass wir zum Abschluss dieser Legislaturperiode diesen Beschluss hier fassen. Und er bringt uns auch unsere gesundheitspolitische, auch ethische Überzeugung zum Ausdruck. Das, was auch eben schon der eine oder andere oder die andere Rednerin gesagt hat, dass wir sagen, jeder Suizid und jeder Suizidversuch ist einer zu viel. Und deswegen, auch das sagt ja dieser Beschluss, ist es richtig, dass wir uns den gefährdeten Menschen zuwenden und ihnen auch Hilfen anbieten. Und wir machen auch deutlich, der Staat ist Garant des Lebens, nicht der Garant für einfache Wege und wirksame Mittel zur Selbsttötung. Die heutige Vorlage ist tatsächlich im wahrsten Sinne aus der Mitte des Hauses zustande gekommen. Das ist auch gesagt worden. Aber was er auch zum Ausdruck bringt, und das finde ich ganz wichtig, ist, dass Suizidprävention auch wirklich möglich ist, dass man wirklich was für die gefährdeten Menschen tun kann. Und das halte ich für ganz wichtig. Und ich halte es übrigens auch ganz wichtig, dass in diesem Entwurf auf die UN-Behindertenrechtskonvention Bezug genommen wird. Denn da heißt es, man muss tatsächlich auch dafür sorgen, dass ein Bewusstsein dazu gehört, dass zum Beispiel psychisch kranke, depressive Menschen zu uns gehören. Und dass wir aufpassen müssen, dass sie nicht diskriminiert werden und dass sie auch nicht die Angst haben müssen, dass, wenn sie über ihre Erkrankung sprechen, nur Ablehnung oder möglicherweise sogar schlechte soziale Konsequenzen tragen müssen. Und das ist überhaupt noch nicht der Fall. Welcher Arbeitnehmer würde sich denn trauen, seinem Arbeitgeber zu sagen, dass er depressiv sei, dass er psychische Probleme hat? Das wird doch kaum sich einer trauen. Und meine Damen und Herren, nehmen wir uns doch mal selber. Ja, wir können ja immer gut über andere reden, aber würde sich denn von uns einer trauen, während des Wahlkampfs, wenn man darauf angesprochen würde, zu sagen, ja, ich bin depressiv, ich habe psychische Probleme? Kann jeder mal in sich gehen, das ist nicht einfach. Und deswegen, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir hier auch die Möglichkeit schaffen, dass diese Menschen sich auch an anonyme Adressen wenden können. Einige wurden gesagt. Und dass, wenn sie in ganz gefährlichen Situationen sind, sie auch rund um die Uhr die Möglichkeit haben, Menschen anzusprechen. Denn Krisen gucken nicht auf die Uhr und halten sich nicht an Arbeitszeiten, sondern sie sind, können abends entstehen, sie können nachts entstehen, sie können morgens entstehen. Und wenn hier schon einige gute Institutionen genannt worden sind, dann darf ich an dieser Stelle auch noch mal den 104 in Deutschland vorhandenen Telefonseelsorgestellen danken, weil sie erheblich gute Arbeit leisten und wahrscheinlich schon den einen oder anderen, auch jungen Menschen, geholfen haben. Und ich darf auch noch mal sagen, hier wird es deutlich, wir haben ja sehr unterschiedliche Gruppen. Wir haben einmal den stetig wachsenden Anteil von älteren Menschen, die natürlich befürchten, dass, wenn sie ins Heim kommen, von anderen abhängig werden. Auch das hat übrigens was mit Inklusion zu tun, dass wir dann dafür sorgen, dass sie so weit wie möglich auch in ihrem Umfeld leben können. Auch das ist Prävention, wenn wir sagen, die Menschen sollen so lange in ihrem Umfeld leben können, wie es eben nur geht. Und dann gibt es eben auch die jungen Menschen. Und die sind auch zum Teil neuen Gefahren ausgesetzt, wenn man an Cybermobbing denkt. Auch das gilt es zu beobachten. Und wir haben eine Gruppe, die ist im Antrag noch nicht angesprochen, aber ich denke, wenn wir in einer neuen Legislaturperiode wieder darüber sprechen, ist es mir auch ein wichtiges Anliegen. Es gibt auch Menschen, die in Justizvollzugsanstalten sterben, und es ist die häufigste Todesrate in Gefängnissen, dass Menschen sich dort umbringen. Auch das, denke ich, ist ein wichtiger Bestandteil, wo wir überlegen müssen, wie können wir das verändern, dass dort auch die Signale aufgenommen werden. Und ein letztes. Es ist natürlich auch wichtig, wie geht die Öffentlichkeit damit um? Wie gehen die Medien damit um? Es ist ja schon mal darüber gesprochen worden, sogenannte Werther-Effekt. Es gibt ja bekannte Sportler, bekannte Schauspieler, die sich selbst getötet haben. Und die Folge war nicht selten, dass dann in den Monaten darauf bei vielen, die vielleicht schon gefährdet waren, dann tatsächlich dies der letzte Impuls war, das umzusetzen,
was Sie sich vielleicht vorher nur in Gedanken vorgenommen haben. Und ich möchte an dieser Stelle, weil es sonst immer üblich geworden ist, sich über Medien zu beschweren, auch mal herzlichen Dank sagen an die Medien, die in den allergrößten und meisten Fällen sehr sensibel damit umgehen. Und wenn sie berichten, meistens auch immer gleich auf Hilfsangebote hinweisen. Auch das, denke ich, kann man mal, da kann man auch mal Dank sagen. Es bleibt viel zu tun. Wichtig ist, dass dieses Signal heute ausgeht und dass es auch ein Signal für die nächste Wahlperiode ist. Und nochmals, das zeigt auch, dass wir uns für die Würde eines jeden Menschen einsetzen. Vielen Dank. Vielen Dank. Die Aussprache ist beendet und damit können wir abstimmen über den Antrag.